Wir sind zurück bei Manfred von Karstein und wenn wir in den Norden schauen, dann sehen wir eine ganze Menge zwergische Feinde. Doch in der letzten Folge haben wir hier in einer großen, mächtigen und sehr erfolgreichen Schlacht viele Zwerge auseinandertreiben können. Und da setzen wir einmal kurz nach und werden jetzt die letzten Überreste von dieser Armee ein wenig zerbersten. Das heißt hier, der Sternwächter wird überrannt und getötet. Wir nehmen ja die Einheiten Erfahrung mit, gehen aber sofort wieder zurück zum Manfred von Karstein, denn der kann sich nicht mehr bewegen. Der hat hier den Angriff eben geführt, ist weit gelaufen, der kann sich nicht mehr bewegen, aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder die Regeneration der Armee. Das hat Manfred hier gerade nicht, das heißt, vielleicht können wir ihn ein bisschen nach vorne ziehen. Okay, dann hat er wenigstens keinen Verschleiß, das ist sehr, sehr gut. Ja, eine andere Stellung können wir auch nicht gehen. Dann haben wir hier noch Sefiko, auch der wäre hier im Verschleiß. Und mit ihm müssen wir jetzt nochmal eine Schlacht führen, weil ich mir vorstellen könnte, dass die automatische Berechnung hier wieder Murks bauen möchte. Wir gucken uns das einmal an. Da sollten beide Gruftschrecken sterben. Das heißt, wir spielen diese Schlacht nochmal gegen Elmador Eisenstirn. Wir haben hier keinen Kommandanten mehr, weil das nur noch die Überreste sind von dem, was wir in der letzten Folge einen Kopf kürzer gemacht haben. Und deswegen gehen wir nochmal rein in dieses Gefecht. Und da sind wir auch schon und wir starten die Aufstellung mit 10 Winden der Magie. Damit wird Sefiko höchst selbst eine ganze Menge anrichten können. Das wird gut laufen. Wir kennen diese Map, glaube ich, schon. Und sollten uns hier relativ gut bewegen können. Ja, wir haben einige Single-Entity-Einheiten, die wir nochmal heilen können. Und das werden wir auch tun. Denn diese alleine werden dafür sorgen können, diese Armee hier auseinanderzunehmen. Wir brauchen unsere angeschlagenen Einheiten nicht für diesen Kampf. Wir werden uns aber hier erst einmal schützen und zwar vor dem feindlichen Beschuss. Das bedeutet, wir gehen mal hier hinten, ja hinter den Berg, da passiert nichts, da kann der Feind uns erstmal nicht treffen. Dort gehen wir mit unseren Single-Entity-Einheiten hin, die sich dann auch hier gemeinsam hochheilen können. Sefiko braucht sich nicht verstecken, kann gleich hier einmal die Heilung raufwirken und dann mal ein paar Sefiko-Dinge tun. Das ist schon mal ganz gut. Das ist der Todesblob. Ihr kennt ihn bereits. Das ist Steuergruppe 4. Die Hauptarmee stellt sich weit hinten auf. Hier haben wir den Tümpel. Dann stellen wir uns auch hier auf mit der Armee. Das ist kein Problem. Wir stellen die Verfluchten in eine Reihe. Irgendwie so. Das sieht ganz gut aus. Haben noch ein paar Gespenster, die kommen dahinter. Die werden natürlich auch nicht angreifen müssen. Deswegen brauchen wir hier nicht so viel Gehirnschmalz reinstecken in diese Armee. Es ist trotzdem Steuergruppe 1. Dann haben wir noch ein paar Reitereieinheiten. Können wir die hier verstecken? Ich weiß nicht, ob wir sie einsetzen werden. Aber wir können sie zumindest verstecken. Das heißt, wir könnten sie einsetzen, wenn wir denn wollten. Sehr schön. Und dann können wir das Gefecht starten. Sefiko geht einmal in die Massenheilung hier rein und setzt den Hauptheilungspunkt auf den Wargulf. Alle heilen sich hier. Sehr schön. Wir gucken einmal, was der Feind macht. Er bewegt sich nicht. Das spielt uns natürlich in die Karten, weil wir jetzt in der sehr, sehr positiven Option sind, erstmal die Single-Entity-Einheiten hochzuheilen. Das bedeutet auch, dass wir wahrscheinlich mit mehr Leben aus der Schlacht rausgehen, als wir reingegangen sind. Die hier können wir nicht mehr heilen, aber diese Einheiten schon. Das nutzen wir nochmal ganz kurz aus. Wir gucken uns in der Zwischenzeit einmal kurz die Einheiten des Feindes an. Also Eisendrachen sind natürlich sehr gefährlich, weil sie sehr viel Schaden anrichten. Die Kanonen sind auch gefährlich. Schießen auf was? Auf diese Flederbestie hier. Sollte eigentlich nicht sinnvoll sein. Wir schauen uns das aber einmal an. Also ich gehe die Wette ein, dass er nicht treffen kann. Aber wir versuchen uns das mal anzuschauen, ob es so funktioniert. Oh, und es funktioniert sogar. Interessant. Ja,
weil der schon in einer kleinen Kurve fliegt. Ich habe die Kurve nicht richtig bedacht. In der Tat muss ich auf meine Kappe nehmen. Dennoch alles nicht so schlimm. Also, die Eisendrachen machen relativ viel Schaden, genauso die Gyrocopter. Die Flammenkanonen und normalen Kanonen sind sehr wichtig, dass wir die schnell gebunden bekommen. Die Bergwerker in der Tat eigentlich auch, aber das kriegen wir hin. Und wir sind hier tatsächlich im Beschuss, in einem stärkeren Beschuss, als ich gedacht hätte. Und das bedeutet, wir können einmal in den Kampf gehen. Das heißt, das hier war nicht steil genug. Das hier ist zu glatt gewesen. Aber das sollte alles kein Problem sein, denn wir haben ja unsere Flederbestien, die sich dann hier raufstürzen können. Sephiko holt sich den Gyrocopter, geht dann hier auch in den Mahlstrom rein. Das ist alles gar kein Problem. Der Wargulf geht hier rauf. Dieser Morteschrein auf die. Dann haben wir hier noch die Trollhammerpune. Dann sollte alles soweit unter Dach und Fach sein. Sehr gut. Wir können natürlich auch noch einige Sachen hier dazu holen und anwenden. Sephiko, komm auch mal mit dazu, bitte. Und dann sieht das auch alles ganz gut aus. Wichtig ist, dass wir einmal hier die Flederbestie heilen, denn wir haben jetzt natürlich den großen Beschuss. Gerade solange die Morteschreine noch nicht da sind, ist das hier erstmal ein bisschen dramatisch, aber unterm Strich wird es nicht so schlimm sein, wie es gerade aussieht. So, die Kanonen müssen selbstverständlich gebunden werden. Das kriegen wir aber auch hin. Wir hauen hier nochmal einen Wargulf mit rein. Auch das funktioniert ganz gut. Und dann kümmern wir uns mal um den Gyrobomber hier. Weil auch das eine Single-Entity-Einheit ist, die gerade ihren maximalen Schaden raushauen kann. Und da versuchen wir natürlich, den einmal down zu bringen. Sehr schön, das hat geklappt. Dann gucken wir mal, ob wir mit den Gyrocoptern noch was machen können. Vielleicht einmal raufspucken und dann hinterher. Gehen auch hier nochmal rein, geben dieser Flederbestie noch ein bisschen Resistenz. Das sieht doch alles soweit ganz gut aus. Das sieht alles soweit gut aus. Können die Trollhammer-Harpoon noch einmal binden. Ja, das klappt. Gehen hier nochmal in die Heilung rein für diese Flederbestie. Die Mordeschreine machen einen großartigen Job. Anders hätte ich es aber auch nicht erwartet. Gerade gegen die Zwerge sind die Mordeschreine natürlich ideal. Und da kommt der Feind auch schon in die Massenflucht rein. Da wir nachsetzen, könnte es sein, dass es das schon gewesen ist. Dennoch versuche ich einmal kurz, das Ganze noch zu vollenden, damit wir auf Nummer sicher sind. Hier haben wir jetzt nochmal ein bisschen den Feind gebunden. Die Gyrocopter sollten gleich down sein. Und hier können wir nochmal ein bisschen den Feind verfolgen. Das sieht doch ganz gut aus. Haben natürlich auch unsere Kavallerie, die wir mal dazu holen könnten, wenn wir wollten. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wir haben sie ja. Weshalb dann nicht nutzen? Ist doch ganz gut. Ja, also da können wir, glaube ich, zufrieden sein. Das hat gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Und da sollte gleich die gesamte feindliche Armee tot, vernichtet und ausgemerzt sein. Sehr, sehr schön. Hat gut funktioniert. Und unsere Single-Entity-Einheiten haben jetzt ihre Leben komplett voll gemacht. Wir sind also schlechter reingestartet in die Schlacht. Und die normalen Einheiten haben nichts verloren. Das bedeutet, wir gehen mit null verlorenen Einheiten aus der Schlacht raus. Haben uns sogar noch heilen können. Und das ist natürlich ein entscheidender Sieg, dass diese Gruftschrecken hier sterben. Ja, wäre sicherlich passiert, wenn wir einfach blindlings reingelaufen wären. Aber da würde ich mir vielleicht nochmal wünschen, dass das automatische Gefecht irgendwann auch so ein bisschen mit einberechnet, in was für einer Dominanzsituation wir hier sind. Und es nicht notwendig ist, dass wir Einheiten in den Tod schicken, sondern auch Einheiten in so einer Schlacht schonen können. Es gibt Schlachten, da müssen wir alles reinwerfen. Egal was ist, komme was wolle, Hauptsache Gewinn. Diese Schlachten gibt es. Und da darf auch gerne die Autokorrektur dann sagen, dass ein paar mehr Einheiten sterben, als es ein guter Spieler vielleicht hinbekommen würde. Aber bei solchen Schlachten, finde ich persönlich, bräuchte es kein automatisches Gefecht.
lass hier 24 Verluste stehen am Ende, das hätte ich noch in Kauf genommen. Aber ihr seht ja selber, dass das nicht notwendig ist. Wir lassen die Armee noch verstärken, denn wir sehen weitere Feinde um uns herum. Und diese Feinde wollen wir natürlich gleich noch, den wollen wir gleich noch begegnen. Wichtig ist, dass wir hier uns gegenseitig unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig. Haben jetzt natürlich nicht mehr die Einheitenverstärkung durch den Gewaltmarsch, aber das ist es mir wert. Denn wir haben hier eine vollkommene und vollständige Zwergenarmee von niemand geringerem als Thorgrim Grollbart höchstpersönlich. Wir kennen den Hochkönig von Karas Akarak. Sehr starke Einheit. Er hat einen Runenschmied dabei. Er hat hier die Eisenbrecher dabei, die nicht nur starke Explosionsgeschosse haben, sondern auch richtig viel Aushalt mit 145 Lebenspunkten. Schild, alles drum und dran dabei. Und wenn wir uns die Armee hier anschauen, das ist schon eine ganz schöne, happige Armee. Da brauche ich jetzt hier nicht den Helden spielen und sagen, Seifiko muss das jetzt alleine machen, auch wenn es wahrscheinlich klappen würde. Dann haben wir noch Bronn-Sternwächter, der sollte nicht rechtzeitig ankommen, und Ulfa Grundadrak kommt auch nicht an. Das ist gut, aber Akrymigdal wird weiterhin, ja, unter starke Risiken genommen von den Zwergen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber im Großen und Ganzen sieht das doch alles ganz schön aus. Jester hat nochmal ein Level abbekommen. Das ist sehr schön. Und da haben wir viele, viele gute Dinge schon reingenommen bei ihm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Fluch der Jahre ist ein Zauber, den ich eigentlich nie nutze. Deswegen bekommt er den auch nicht. Nagashs Todesblick nutze ich selten. Vanhelds Totentanz manchmal, aber braucht er nicht unbedingt. Lass uns lieber nochmal seine Armee stärken. Und was hätten wir da? Wandelnde Tote, Blutritter würden gestärkt werden, hat er momentan nicht in der Armee, könnte man aber natürlich auf kurz oder lang machen, er ist ja auch ein Blutdrachen-Vampirfürst, würde sich eigentlich auch anbieten. Dann hätten wir Kreaturen der Nacht, die Flederbestien, Vaguls und Vageists würden gestärkt werden, das wäre natürlich cool. Und der Angriffsbonus ist nicht unwichtig. Ja, dann gehen wir auf Kreaturen der Nacht, weil wir das jetzt schon direkt nutzen können. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kommandant bewegt sich nicht. Dann haben wir hier unten Kartuni von Senkehof. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Wir gucken aber mal, ob hier auch alles ganz gut aussieht. Ja, sieht es. Durbok hier ist ein bisschen im Verschleiß. Aber Kartuni hat das Ganze im Blick. Das ist in Ordnung. Unzugewiesene Fähigkeitspunkte bei Extra Schnitzeletter. Ich kann noch Mentor bekommen. Das ist gut. Und wir sehen, mit dem neuesten Update sind auch die, ja, sind, ist auch der Bug weggegangen, dass uns bei Einheiten, wo wir keine Fähigkeitspunkte mehr zuordnen können, noch Fähigkeitspunkte angezeigt werden. Also der Bug wurde hier weggenommen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Denn Wallace von Karstein wird sich in der nächsten Runde dann um die Mangrovenküste kümmern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird cool. Gebäudeverbesserungen haben wir natürlich noch, die wir vornehmen können. Wir haben 28.000 auf der hohen Kante. Da sollten wir nochmal reinschauen. Natürlich erstmal hier an der Front, wo es bald knallen wird. Ja. Haben wir hier irgendwas, was uns noch weiterbringt? Hier erstmal nicht. In den Bergen. In den Bergen hätten wir, glaube ich, auch erstmal nichts mehr, was wir nehmen können. Aber was wir machen können, ist dieses Hexenfeuer hier zu nutzen, um hier schon mal ein bisschen Panik zu machen beim Feind. Diese Berge hier haben wir lange nicht ausgebaut, weil es einfach super teuer ist. Weil es natürlich nicht unsere, ja, nicht unseres, unser Klima ist hundertprozentig, aber das können wir gerne mal so langsam angehen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Das Wachstumsgebäude können wir mal mitnehmen und gehen auch hier nochmal rein
in eine bessere Verteidigung, weil hier dann mit der blutigen Hand bald wahrscheinlich eine Auseinandersetzung folgt. Wir haben noch 2000 schwarze Magie. Ich glaube, alles ist soweit in Ordnung. Außenposten verfügbar interessiert uns gerade nicht. Wir beenden die Runde. Bin sehr gespannt, was die Zwerge hier machen. Unnatürliche Kreaturen, eure Zeit ist gekommen. Oxyotl stellt sich gegen uns, das ist ein riesiges Problem, weil wir hier unten jetzt nicht mehr viel zur Verteidigung haben. Wir haben aber Katuni und von daher ist das im Großen und Ganzen erstmal in Ordnung. Wir haben vor allem auch viele Verbündete, wir haben Silvania, Piraten von Satosa, die Anhänger des Nagash und noch immer noch Clan Mors. Der Feind hat nur Karas Akarak als Verbündeten und mit denen sind wir sowieso schon im Krieg. Also von daher bringt es uns jetzt nicht neue Feinde, das ist in Ordnung, das ist gut. Aber es bringt uns einen starken Feind mehr. Und ein starker Feind ist manchmal schlimmer als viele kleine schwache Feinde. Vor allem könnte es jetzt sein, dass den Wallace hier bei der Lustria-Verteidigung ebenso in Schwierigkeiten kommt. Denn er ist nur mit einer einzigen Armee dort. Oxyote könnte mit mehreren Armeen kommen. Tiernawin könnte mit mehreren Armeen verteidigen. Katuni könnte in Schwierigkeiten kommen. Und unsere drei Hauptarmeen sind hier oben. Das ist ein Problem. Und die Piraten von Satosa erklären den Krieg gegen Aquilon. Jetzt wird das große Problem. Wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten, hier einzusehen, wie stark Aquilon ist. Wir sehen es nur hier oben, dass sie ziemlich stark zu sein scheinen. Ja, die haben sich hier komplett in den Gebirgen ausgebreitet. Sogar ein bisschen mit rein in das Land der Kurfürsten, in das Land der Bretonen. Also die sind schon sehr, sehr stark. Für mich kann es in Ordnung sein, dort beizutreten, weil das ein Feind ist, der zu weit weg ist. Aber es ist natürlich nicht schön, dass sich unsere Feindschaften jetzt weiter erweitern. Das ist nichts Schönes. Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal damit leben, dass wir immer wieder mal auf Situationen stoßen, wo wir auf neue Feinde treffen, wenn wir unsere Verbündeten halten wollen. Und die Verbündeten waren jetzt über so eine lange Zeit so loyal zu uns und haben sich hinter uns gestellt. Wir haben gemeinsam so viel erreicht und selbst die haben noch an uns geglaubt, als es wirklich ganz schlecht um uns stand. Jetzt können wir Satosa auch nicht in den Stich lassen. Wir werden ihnen natürlich auch keine Truppen schicken, man muss aber auch dazu sagen, die haben uns auch nie Truppen geschickt. Die einzigen, die wirklich mal in Aktion für uns getreten sind, das war Arkan der Schwarze. Wir brauchen keine schwarze Magie, deswegen nehmen wir die vampirische Korruption. Das kennen wir ja bereits, das Event. Jetzt haben wir hier immer noch das Problem mit der blutigen Hand, die aber auch ganz gut zurückgedrängt wird. Also die blutige Hand ist weiterhin ein Problem. Thorgrim Gräubart ist auch ein Problem, der sich hier sagt, hey, ich gehe hier komplett durch und hole mir Karak Orhut zurück. Könnte sein, dass das sein Ziel ist. Sefiko, kannst du dich alleine gegen ihn stemmen? Kannst du, es wird aber blutig. Manfred, du wirst dich besser behaupten können gegen ihn. Dann geh mal hier runter und sperr ihm mal den Weg ab. Einfach aus dem Grund, wir können dann natürlich hier im Gewaltmarsch abgefangen werden. Aber der Feind kommt dann eben nicht direkt in einer Runde zu Karak Orhut, weil er hier nicht über die Straße kommt. Er müsste ja hier außen rumgehen. Ich glaube, das reicht dann nämlich nicht. Mit dem Tunnelwegenetz könnte er sich hier vorbeischleichen, aber könnte dann nicht in derselben Runde angreifen. Von daher sind wir da auf der sicheren Seite. Sefiko und Jester haben jetzt besondere Aufgaben. Ja. Akrymigdal scheint befriedet zu sein, das ist gut. Denn Ulfar Grundadrak hat sich zurückgezogen. Sehr gut für uns. Weil dann können wir uns hier gen Osten ausbreiten und ausdehnen, während Manfred guckt, dass er hier Thorgrim zurechtbekommt. Jetzt ist aber die große Frage, wenn wir Todesklamm jetzt einnehmen, das könnten wir nämlich machen, das wäre kein Problem.
dann könnten wir hier von Griswold Eisenstirn und von Thorgrim Grollbart gleichzeitig in die Zange genommen werden. Das wäre ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Dann gibt es hier noch Gomrund Weißbart, also Todesklamm, ist ein gefährliches Pflaster. Und so leid es mir tut, es ist für uns gerade nicht möglich, Todesklamm einzunehmen. Weil dann Thorgrim Grollbart, Eisenstirn, Matokwatz und Weißbart auf unsere beiden sowieso schon geschwächten Armeen, die wären dann noch mehr geschwächt, raufgehen könnten. Vielleicht würde es sogar noch hier Durak Akandraskalsson schaffen. Also da hätten wir wirklich große Probleme. So leid es mir tut, an dieser Stelle müssen wir was anderes versuchen. Und zwar könnten wir versuchen, Thorgrim Grollbart so ein bisschen einzusperren und ihn in die Zange zu nehmen. Das bedeutet für uns, dass wir in die Gefahr laufen, dass er hier eine von unseren Armeen angreifen wird. Das könnte passieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass jede unserer Armeen das mit ein bisschen Geschick schaffen könnte. Es könnte blutig werden, wir könnten Einheiten verlieren. Aber ich traue uns das erstmal zu im ersten Moment. Denn Wallace wird sich hier die Mangrovenküste schnappen. Und wir haben hier eine Garnison drin, wir haben hier eine Unterstützungsarmee, wir haben hier eine gar nicht so schlechte Armee mit Tempelwächtern. Dennoch traue ich es den Wallace zu. Der darf hier einmal in die Belagerung zumindest reingehen. Geh mal rauf und belager. Also wird ein Pyrrhus-Sieg vorhergesagt. Im Kreisen erstmal. Denn wenn der Feind ausfallen würde, hätten wir eigentlich bessere Chancen. Das hier ist nur eine Nebensiedlung ohne Garnison. Das heißt, es ist so oder so ein Landgefecht. Aber er hier könnte weiterhin rekrutieren. Vielleicht sollten wir ihn erstmal im Gewaltmarsch raus, im Blitzschlag rausnehmen. Das wäre der schlauere Vorgang. Jetzt weiß ich nicht, ob unsere Bewegungsreichweite noch reicht. Aber hier können wir sowieso an keiner Rekrutierung mehr hindern, weil es ist eine volle Armee. Dann lass uns das mal versuchen. Kommen wir da noch an bei dir? Scheint der Fall zu sein. Okay, sehr stark. Wir könnten auch sagen, lass uns ihn angreifen und die restlichen Einheiten dazu holen. Dann könnten wir ihn nämlich schnell rausholen und die Verstärkungsarmee dann nämlich im zweiten Schritt mitnehmen. Das könnten wir genauso machen. Ich gucke mir erstmal die Karte an. Schöner defensiver Spot für uns, bringt uns aber nichts in dieser Konstellation. Ja. Ja, könnten wir machen. Wir machen es auch. Wir gehen da mal rein. Also uns wird ein Pyrrhus-Sieg vorhergesagt. Das ist schon mal ganz gut. Also wenn die automatische Berechnung hier sagt, wir würden zumindest gewinnen, auch wenn sehr, sehr schmerzhaft, dann bedeutet es für uns, dass vielleicht ein knapper Sieg drin ist. Wir können den Feind ja auch direkt abfangen. Das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal viel wert. Und Chicarrick hört sich sehr lecker an auf der einen Seite. Können wir auch jetzt überfallen. Das gefällt mir erstmal sehr, sehr gut. Und wir sehen das erste Mal Raut, den Schlechter, in voller Güte. Wir starten die Aufstellung und schauen uns hier nochmal unsere ganzen Helden an. Wir stellen sie mal nebeneinander ab. Ist natürlich auch wichtig, dass hier Rot direkt neben Dan kommt. Und Kevin von Leutstein. War der schon immer in dieser Armee drin? Ich glaube nicht. Kommt auch mal mit hin. So, dann schauen wir uns mal unsere drei Helden an. Das hier, das ist Kevin von Leutstein. Ein Entwickler des Spiels Warhammer 3, der leider verstorben ist. Und der hier
zu Ehren dieser Person, dieses Entwicklers, mit in das Spiel reingenommen wurde, was ich super, super cool finde. Und deswegen haben wir ihn auch nicht umbenannt. Dann haben wir hier Naga, die verspielte. Ja, ein starker Vampir, der vor allem große, große Vorteile bringt auf der strategischen Karte. Denn sie verstärkt sehr, sehr stark, dass die Armee sich wieder verstärkt. Dann natürlich unvergessen Dan Wallace auf seinem Zombie-Drachen. Einer unserer stärksten Kommandanten, die wir auf dem Schlachtfeld haben. Stärker ist wahrscheinlich nur noch unser Manfred Höchst selbst. Und hier der Neue, der ganz Neue, der sich hier beweisen muss, der noch sterben kann. Raut der Schlechter. Weil er ein Schlechter ist, hat er auch immer zwei Schwerter mit am Start. Aber auch einen großen Stab, denn er ist ein Nekromant. Und hat hier auch so ein Büchlein dabei. Als Nekromant, ja, und einen Freund hat er auch immer dabei. Ja, den hat er abgeschlachtet, deswegen nennt man ihn den Schlechter. Aber den hat er auch noch mit dabei. Als Nekromant ist er in unserer Armeekomposition gar nicht notwendig, denn alles, was er kann, kann Dan auch. Bei Naga ist es ein bisschen anders, weil sie Schattenmagie kann. Das bedeutet, wir können jetzt hier so eine Schattengrube machen oder so ein Pendel. Coole Sachen, die auch zum Beispiel Belakor kann. Aber auch Rote Schlechter bringt massive Boni auf der Kampagnenkarte. Und wir hätten noch einen zweiten, der heilen kann, falls es mal eng wird. Und es wurde schon immer mal wieder eng. Von daher ist das schon ganz cool. So, wir schicken mal alle wieder in die Lüfte, die wir in die Lüfte schicken können. Und stellen uns mal ordentlich auf. So, alles kommt zurück und wir gucken mal, wie wir uns aufstellen. Unsere Flugstaffel wird sich hierum kümmern, das wird reichen. Also, Flugstaffel, macht euch bereit. Ihr seid Steuergruppe 2. Dann haben wir hier eine Hauptarmee, die sich schon mal direkt hier positionieren wird. Ja, die wird sich hier positionieren. Damit wir hier gleich diese Leute gut in Empfang nehmen können. Dann haben wir noch ein paar Gespenster dabei. Wir haben Blutritter dabei. Wie und wo wir sie einsetzen, weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall Steuergruppe 3. Und hier ein paar Monster, die dahinter kommen. Und die Mordeschreine, die hier eine Hauptfunktion haben werden in dieser Schlacht. Dann wird das Ganze unterstützt von Kevin von Leutstein und von Rot dem Schlechter, der sich ein bisschen zurücknehmen muss in dieser Schlacht. Er hat nur 2.500 Lebenspunkte, ist halt ein Nekromant und ist jetzt auch nicht der Stärkste in der Schlacht. Wir müssen auf ihn auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Und dann können wir das Gefecht auch starten. Die Blutritter können eigentlich auch direkt hier raufgehen. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Dann schicken wir euch schon mal nach vorne. Ihr werdet die gleich in Empfang nehmen. Das dauert zwar noch fast 3 Minuten. Das heißt, ich kann euch gleich nochmal umstellen. Deswegen haben wir auch keine gesperrte Gruppe. Doch, wir haben eine gesperrte Gruppe, aber die werden wir gleich wieder entsperren. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Es gibt jetzt einen kleinen Angriff hier von den Salamandern. Die sollten aber jetzt lange kein Problem mehr darstellen. Insbesondere, weil eine Flederbestie hier drin ist und jetzt die Blutritter noch dazukommen. Sowohl die Flederbestie als auch die Blutritter sind besonders stark gegen diese Einheiten. Und dann sollten die jetzt ziemlich schnell Geschichte sein. Ja. Und da sind wir beim Feind auch schon in der Flucht. Und wir verfolgen ihn auch, damit er nicht wiederkommen kann. Sehr schön. Wir warten auf die Verstärkung. Und wir stellen uns hier auch schon mal auf, wie wir uns aufstellen müssen. Also, wir haben hier unsere Schlachtreihe. Die haben wir schon ganz gut aufgestellt. Die darf sich gerne hierhin positionieren. Dann haben wir hier die Leiter im Sucher. Wir haben hier die Gruftschrecken. Wir haben die Mordeschreine. Die stellen wir schon mal alle so ein bisschen nach vorne und ein bisschen angewinkelt hin, damit wir gleich auch besser von allen Seiten auf den Feind raufgehen können. Das ist sehr wichtig.
damit er auch hier nicht rauskommt. Rot würde ich vielleicht sogar in eine eigene Steuergruppe setzen. Und Kevin von Leutstein kommt ganz mit nach vorne. Rot kommt mal in eine eigene Steuergruppe. Ich habe ein bisschen Angst um ihn. Dann kommt die Flugstaffel auch hier hin, denn wir haben jetzt auch sowas wie ein Oxyotl, ein Xoatl, ein Coatl, jetzt haben wir es, welches gleich noch dazu stoßen wird und natürlich ein großes Problem darstellt. Wir haben ein paar Blutritter, wie wir die einsetzen werden, weiß ich noch nicht, weil wir haben auch Tempelwächter mit drin und wenn wir hier gleich so einen Blob haben, ist das natürlich schon sehr gefährlich, wenn wir die Blutritter einfach in die Tempelwächter reinschicken. Tempelwächter, die Elite-Armee der Echsen, die besonders stark sind gegen Reiterei, monströse Einheiten oder auch hier diese Mordeschrein-Einheiten. Und wir sperren diese Gruppe nochmal neu und schicken hier alles auf den Feind drauf. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sich das hier nicht verliert und nicht in eine blöde Art und Weise auseinanderfällt. Ja, da ist nämlich die Schlachtreihe des Feindes deutlich breiter angelangt, als ich gedacht hätte. Ist aber alles gar kein Problem. Rot kann sich hier auch an die Seite machen. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal einen schönen Ort für so ein Pendel. Den wir hier einmal durchschicken. Der Seenwind wäre mir hier ein bisschen zu wirr, aber der Pendel sieht ganz gut aus. Hier hinten können wir sogar nochmal eine Schattengrube setzen. Das ist ja großartig. Schicken hier auch direkt nochmal einen Wargulf rein. Hier kommt die Schattengrube. Wir können hier runtergehen. In die Skin-Kohorte. Sehr, sehr gut. Das funktioniert. Die Blutritter können dann sogar im Nahkampf bleiben. Da habe ich gar kein Problem mit. Ja. Und wir gucken mal, was hier noch für weitere Feinde kommen. Ja, Pteradon-Reiter, ein großes Problem. Da können wir aber direkt in den Mahlstrom rein. Was sehr wichtig ist. Und Schmaus der Krähen können wir allgemein mal hier reinsetzen. Du gehst wieder runter, bitte. Und du könntest eventuell nochmal ein Pendel setzen. Brauchst du aber nicht. Vielleicht können wir hier hinten Pendel setzen. Nee, ist zu sehr verworren. Da würden wir nur unsere eigenen Einheiten schaden. Aber du kannst die Rüstung des Feindes wegnehmen. Was sehr viel Schimmer bringt. Die Rüstung des Feindes wegnehmen ist immer eine gute Idee. Kevin von Leutstein boostet nochmal alles, was er boosten kann. Und dann gehen wir jetzt hier nämlich auch schon mal in die Massenheilung rein. Und da kann Rot auch nochmal was machen. Denn auch er ist ja in der Lage, die Masse zu heilen. Und da sollten wir uns nicht lumpen lassen und das ist unser Sieg. Das ging schneller als gedacht. Viel, viel schneller als gedacht. Aber ich bin nicht unzufrieden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wir haben wenig verloren. Wir können ihn noch einmal in seiner Geschwindigkeit ausbremsen. Dann kommen die Blutritter besser hinterher. Die Flederbestien können sich hier um den Coatl kümmern. Und dann haben wir hier natürlich noch zwei, die sich um das Stegadon kümmern können. Vielleicht so. Und dann sieht das doch gut aus. Die Mordeschreine kommen hier in die Mitte. Wir blobben uns hier nochmal hin, damit wir auch nochmal alle so weit heilen können, wie es halt gerade zum jetzigen Zeitpunkt geht. Das sieht doch ganz gut aus. Und auch der liebe Rot kann nochmal in die Massenheilung hier reingehen. Das sieht doch alles super schön aus. Ja, das hat funktioniert. Hier werden einige Einheiten verfolgt. Die Blutritter kommen hier schlechter voran, als ich vermutet hätte. Ihr braucht nicht hinterherrennen. Ihr schafft das nämlich nicht mehr. Und dann beschleunigen wir das Ganze nochmal. Und da haben wir das wirklich deutlich besser hinbekommen, als sogar ich geglaubt hätte. Sehr schön. Da haben wir jetzt auch den goldenen Spot getroffen und das war ein knapper Sieg. Wie ich es vorausgesagt habe, kein Pyrrhus-Sieg, sondern ein knapper Sieg. Aber wenn wir ehrlich sind, bei 48 Verlusten
könnte man fast eigentlich schon mit einem entscheidenden Sieg reden, von einem entscheidenden Sieg reden. Natürlich, der Feind hat einiges zurückbehalten, weil wir direkt an der Grenze gekämpft haben und dann die fliehenden Einheiten, bis auf die paar Monster, die durchgebrochen sind und dann auf der anderen Seite geflohen sind, dass wir die Einheiten halt nicht verfolgen und töten konnten, sondern als sie geflohen sind, waren sie sofort aus der Map raus. Dennoch ein starker Sieg. Da dürfte ruhig entscheidender Sieg stehen. Haben wir gut gemacht. Der Feind hat ungefähr 900 Mann verloren, wie 48, wenn wir überlegen, was für Elite-Einheiten dabei waren. Große Monster, Bestien, monströse Einheiten und natürlich auch Elite-Einheiten. Dann ist das gar nicht verkehrt. Dann haben wir das hier wirklich richtig gut gemacht. Die Unterstützungsarmee ist komplett zerstört worden. Wenn denn Wallace jetzt noch die Bewegungsreichweite hat, kann er sehr gerne auch nochmal den direkten Angriff wagen, denn diese Armee, die hier noch drin ist, die ist so gebrochen, das ist ein entscheidender Sieg, das können wir sogar automatisch machen. Und damit ist die Mangrovenküste unser. Sehr, sehr cool. Wir müssen nach wie vor auf Oxyotl aufpassen. Der könnte jederzeit kommen und von überall. Wir sehen sogar, Oxyotl hat hier oben eine Armee. Und er hat hier oben auch eine Region. Das ist interessant. Wir wollen uns hier eigentlich in Lust hier gar nicht groß ausbreiten. Wir schauen uns nochmal den diplomatischen Status an, da sehen wir in grün unsere Ländereien. Also wenn wir vielleicht die Möglichkeit hätten, hier irgendwann an eine Grenze zu stoßen, wo wir Frieden haben, wäre das ziemlich cool. Hier hätten wir die Kupferpier mit den 1000 Schlunden. Lass uns mal gucken, ob wir in Lustria noch weitere Freunde finden, damit wir uns irgendwann nämlich nicht mehr auf Lustria beschränken müssen. Denn, ich zeige euch das einmal gerne, wenn wir jetzt hier hochschreiten, Tiernawin und Oxyotl wegmachen, dann könnte es ja sein, dass sich hier irgendwo eine Grenze bildet mit, ich weiß es nicht, mit der Vampirküste, mit Dunkelelfen, ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Eigentlich müssten auch noch weitere Echsen hier kommen und so weiter, aber wir sehen ja, was hier passiert ist in 294 Runden. Dann bräuchten wir uns nicht mehr auf Lustria konzentrieren, könnten damit denn hier runter. Dann könnte ich hier für ein bisschen Chaos sorgen. Das finde ich ganz cool eigentlich. Katuni, was machen wir mit dir? Eine sehr wichtige Frage. Bleibst du hier? Oder schicken wir dich runter zum verlorenen Palast? Eigentlich bräuchte der verlorene Palast eine Unterstützungsarmee. Und du könntest auch mal hier in Volultrax und so anklopfen. Ich glaube, dich schicken wir runter, Katuni. Wir schicken dich mal hier runter. Okay. Du kommst mal hier runter. Direkt hier ran. So, in den verlorenen Palast. Bedeutet aber, Oxyotl könnte von hier kommen und er könnte von hier kommen und unsere Ländereien hier angreifen. Wir brauchen hier noch eine zweite Armee. Katuni haben wir jetzt hier runtergeschickt. Die Armee von ihr ist nicht Premium, aber gut. Mit der Armee kann man arbeiten. Ist keine Premium-Armee, aber ist eine gute Armee. Sie hat darüber hinaus keinen Blitzschlag. Das heißt, um den verlorenen Palast zu halten und vielleicht hin und wieder mal was einzunehmen, ist sie perfekt. Es wäre aber nicht verkehrt, wenn wir hier nochmal eine Armee holen könnten. Und da gucke ich mal, ob es hier irgendwo einen Ort gibt, wo wir gute Einheiten rekrutieren können. Und das nicht nur aufgrund einer Schlacht, sondern weil man allgemein dort gute Einheiten rekrutieren kann. Dann können wir nämlich hier die Armee aufstellen, hier rüberlaufen lassen, dann noch die Schlachtfelder looten. Aber dann machen wir das mal. Dann kommt hier in der Goldenen Tempelstraße ein neuer Kommandant rein. Wir hatten mal einen Strigoi-Ghul-König. Und
weil wir jetzt nicht mehr tryharden müssen und nicht mehr so viele Feinde haben, würde ich einfach aus Feeling-Gründen gerne noch meinen Strigoi mit reinnehmen. Wir hätten einen mit einer dunklen Erhabenheit. Führerschaft-Effekt der Charakter Aura plus 3. Auragröße Führerschaft plus 20%. Oder ein Strategen, der weiterkommt. Nee, dann nehmen wir Markus Jäger. Und der wird umbenannt in jemanden, ihr wisst alle, es ist für mich nicht möglich, alle, die es verdient hätten. Wie nennen wir ihn mit Nachnamen? Zoggenjäger, finde ich blöd. Zoggen. Der Ghoulkönig. Wir haben ja gerade nur einen, dann gibt es auch den einen Ghoulkönig. Ihr wisst selber, es ist für mich unmöglich, alle, die es verdient hätten, hier mit in das Projekt reinzubringen. Es gibt auch den einen oder anderen, der auch schon vorgemerkt wurde für das eventuell kommende Projekt. Von daher, ich versuche nach und nach alle mit reinzubringen, deswegen, es gibt einige von euch, die ich jetzt auch im Kopf habe, die es genauso verdient hätten. Aber der liebe Zoggen, auch schon so lange dabei, so oft auch in den Kommentaren dabei, dann soll es er werden, der hier die Gunst der Stunde nutzen darf, um die Südlande zu verteidigen gegen Oxyote. Was bekommt er? Ich würde, glaube ich, auf Blitzschlag gehen wollen. Wenn Oxyote mit mehreren Feinden kommt, dann ist das nicht verkehrt. Der Durst ist wichtig, diese Aura-Eigenschaften sind nicht schlecht. Anrufung von Nehek nochmal ein bisschen verstärken ist auch nicht schlecht, aber lass uns erstmal auf den Blitzschlag gehen. Und dann gehen wir auch erstmal auf die Verluste Verstärkungsrate, denn auf Geld kommt es uns gerade nicht mehr an. Und wir holen erstmal das Bestmögliche, was wir hier rekrutieren können. Kein Mordeschrein. Wir nehmen schon mal Leichenkarre mit unheiligen Sog mit rein. Weil ich ja nicht weiß, was wir noch holen können. Wir können jederzeit Einheiten wieder rausschmeißen. Aber wir versuchen jetzt erstmal die bestmögliche Armee aufzustellen, die wir hier aufstellen können. So. Damit haben wir die bestmögliche Armee aufgestellt, die wir hier aufstellen können. Und ja, wir haben das Geld, wir können das gerne machen. Hier nochmal Skelettkrieger mit reinzunehmen, nur damit wir sie drin haben, damit wir eine volle Armee drin haben. Aber ja, es geht hier auf jeden Fall weiter und der wird dann hier nach links gehen und Katunis alten Standpunkt einnehmen, damit wir hier die unteren Orte perfekt abgesichert haben. Kann natürlich auch sein, dass Oxyote hier oben hinrennt. Dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir gucken, ob wir da noch schnell eine Armee aufstellen können. Das Geld dafür haben wir. Das Geld dafür haben wir. Denn Wallace hat hier die Mangrovenküste eingenommen. Auch hier gehen wir erstmal auf die Garnison. Katuni ist hier runtergerannt. Das hier sieht soweit ganz gut aus. Dann, wichtiger Punkt, haben wir hier Thorgrim Grollbart, den wir umzingelt haben. Und ich bin sehr gespannt, was er machen wird. Und dafür müssen wir nochmal eine Runde weitergehen. Und es passiert, was ich vorhergesagt habe. Thorgrim Grollbart greift Sefiko an. Ich glaube, wir könnten das hinbekommen. Vielleicht können wir aber noch mit dem Rückzug das Ganze herauszögern, denn Thorgrim Grollbart, haben wir gesehen, ist in einem Verschleiß drin. Von daher versuchen wir das einmal, damit er noch einmal Verschleiß holt. Sollte er uns nachlaufen können, was sehr wahrscheinlich ist, dann spielen wir das. Und er kann uns hinterherlaufen, dann müssen wir das spielen. Die automatische Berechnung sagt, wir verlieren das. Ich zeige euch, dass wir das können. Auf in die Schlacht. Auf geht es gegen Thorgrim Grollbart. Und da sind wir. Und die Schlacht könnte kaum schöner sein. Unterm Sternenhimmel, der Mond scheint durch die Wolkendecke und der Feind, er will vernichtet werden. Es geht um Leben und Tod.
Wenn wir diese Schlacht nicht gewinnen, dann sind wir tot. Das bedeutet für uns, wir sollten bedacht vorgehen. Und wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir den Feind so schnell wie möglich in eine Bindung reinbekommen. Das heißt, wir stellen uns hier auf, um ihn angreifen zu können. Wir haben hier Gespenster. Wir können allgemein sagen, alle Gespenster gehen von dieser Seite ran. Das ist Steuergruppe 2 dann. Ja, wir könnten mit zwei Armeen angreifen eigentlich. Steuergruppe 1 und Steuergruppe 2. Um den Feind zu umrunden, von zwei Seiten gleichzeitig anzugreifen. Es muss koordiniert werden, das ist richtig. Aber wenn es klappt, dann wäre es ziemlich stark. So, das ist Steuergruppe 2. Gesperrt bitte. Und das hier ist Steuergruppe 1. Auch gesperrt. Dann haben wir noch Sefiko, der muss ganz dringend sofort Sefiko-Dinge tun und den Feind, so gut es geht, verunsichern, auseinandertreiben, alles was wir machen können. Und er ist natürlich mit den anderen fliegenden Einheiten auch eine eigene Steuergruppe. Das wird anspruchsvoll. Sefiko, geh mal dahin und ihr geht nach vorne und ihr geht nach vorne. So, dann haben wir noch Reiterei. Sefiko hat Probleme. Und die Flederbestien gehen auf die Gyrokopter. Sefiko hat große Probleme. Schadensresistenz, Zauber, Zauber, alles ist gut. Alles ist in Ordnung, der Feind bewegt sich, das ist sehr, sehr wichtig. Das wollten wir erreichen, das haben wir auch erreicht. Und das sollten wir weiter fortführen. Sehr, sehr gut. Also, der Feind wurde hier in die Bindung genommen, zumindest bei der Artillerie. Das können wir hier auch nochmal versuchen, indem wir nochmal einen Wargulf hinterher schicken. Sefiko natürlich jetzt stark unter Beschuss, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben, damit müssen wir leben. Denn das verschafft uns die Zeit, die wir hier nämlich brauchen, mit unseren Hauptarmeen vorzustoßen. Das ist super, super wichtig. Das ist so unfassbar wichtig gerade. Komm hier auch mit der Kavallerie in den Rücken rein. Wir müssen jetzt wirklich Panik verursachen beim Feind und so viel wie nur möglich versuchen zu behindern und rauszunehmen. Sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Steuergruppe 1 in den Angriff rein. Kavallerie, ihr seid bereit. Nein, ihr bleibt hier weiter im Angriff. Hier gucken wir mal, ob wir die Riesenslayer ein bisschen mit Zombies ablenken können, weil die natürlich besonders stark sind gegen den Mordeschrein und gegen den Wargulf, die sich jetzt hier beide ziemlich blöd reinstürzen und wir nicht in die Bindung reinkommen, blöderweise. Und ihr greift auch an, bitte. Und dann sieht das alles sogar ganz gut aus zum jetzigen Zeitpunkt. So, wie geht es dem Mordeschrein hier? In Ordnung. Okay, alles gut. Nochmal gut gegangen. Nochmal gut gegangen. Flederbestien, wo seid ihr? Ihr seid hier hinten. Ihr könntet nochmal versuchen zu spucken. Vielleicht funktioniert das ja, ohne Friendly Fire im besten Fall. Ja, hat so halbwegs funktioniert, aber immerhin etwas. Und Sefiko, du machst mal Mahlstrom auf die drauf. Und dann spuckst du hier nochmal in die Menge rein. Und da wäre es nochmal wichtig, in die Bindung nochmal reinzugehen, damit die Eisenbrecher definitiv nicht in der Lage sind, jetzt ihre Sachen zu werfen. Sehr, sehr wichtig. Und wir schicken nochmal einen Wargulf hier hinten rein. Unsere Kavallerie hat stark gelitten. Vielleicht kriegen wir die Blutritter noch raus.
Sensenreiter auch, aber war sehr, sehr wichtig, damit wir nämlich hier das alles hier in der Bindung gelassen haben, diese ganzen Fernkämpfer, und die sich nämlich nicht hier noch mit raufstürzen. Das wäre nämlich wirklich der Super-GAU gewesen. Sephiko kann sich selbst nochmal raufstürzen, und zwar auf einzelne wichtige Einheiten wie diese Kavallerie hier. Wir haben noch den Runenschmied, der ist natürlich auch ein Problem, aber im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus. Thorgrim sollten wir nicht zu viel Beachtung schenken. Den kriegen wir so oder so nicht down. Wir haben hier hinten noch unseren Morteschrein, der ist sehr wichtig für unsere Armeekomposition, deswegen heile ich den nochmal. Und guck mal, ob wir hier noch ein paar Zombies reinbeschwören können. Um Thorgrim nochmal ein bisschen abzuhalten von unserer Hauptarmee. Das wäre ganz wichtig. Thorgrim gerade unsere größte Sorge. Thorgrim gerade die größte Sorge, die wir haben. Und der muss einfach nur abgelenkt werden. Wir brauchen Zeit. Wir müssen uns Zeit erkaufen. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Und der Sieg, er liegt schon auf dem Silbertablett. Wir dürfen nur keine Fehler machen. Er liegt aber bereits auf dem Silbertablett. Auch wenn es an einigen Stellen gerade nicht so gut aussieht. Aber wenn wir jetzt hier nämlich noch den Mordeschrein reinziehen, den anderen, damit beide Mordeschreine sich auch gegenseitig unterstützen können, dann ist es sehr viel wert. Haben wir hier noch eine Flederbestie nicht in Action? Wir haben nämlich hier hinten noch so eine Trollhammer-Harpune. Die hätte ich ganz gerne rausgenommen, aber das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Und das ist unser Sieg. War blutig, wie ich von Anfang an gesagt habe, war aber auch möglich. War möglich in dem Sinne, dass wir den Feind sehr gut von allen Seiten begegnen konnten. Hier mit den Gespenstern, hier mit der Hauptarmee und von hinten mit der Kavallerie. Die Flederbestien konnten sich insbesondere um die feindlichen fliegenden Einheiten kümmern. Das ist soweit ganz gut und ganz sinnvoll gewesen. Gucken wir mal, ob wir hier nochmal alles gebloppt bekommen, was wir bloppen können. Bis auf den Wargulf, weil der hat noch so gut wie das komplette Leben. Der kann noch die Eisenbrecher verfolgen. Dann gehen wir nämlich nochmal in die Heilung gleich rein. Achso, geht auch gar nicht mehr. Wir können gar nicht mehr heilen, okay. Aber trotzdem können wir gerne alle blobben, weil wir hier die Mordeschreine haben. Das heißt, ein bisschen Heilung ist in Ordnung. Die Flederbestie hier kann hier nochmal ein bisschen verfolgen. Beziehungsweise, ja, wenn wir eh keine Heilung mehr haben, dann gehen wir nochmal komplett auf Thorgrim, weil er natürlich ein riesiges Problem ist. Hier heilen wir uns mit dem Morteschrein, alles wunderbar. Thorgrim, zeig, was du angeblich so drauf hast. Ich glaube ja nicht viel. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und wir kriegen ihn nicht tot. Wenn wir ihn nicht tot bekommen, aber wir haben ihn stark zurückgeschlagen. Knapper Sieg. Statt einer knappen Niederlage einen knappen Sieg rauszuholen, ist sehr stark. Wir haben 150 Einheiten verloren, der Feind aber 688. Davon sehr starke Einheiten wie die Slayer und Riesenslayer. Wie die Krieger des Drachenfeuerpasses, wie die ganzen Eisenbrecher, wie ein Runenschmied, ein Thorgrim-Gräuber, höchst selbst, dessen ausgeteilter Schaden mit 10.000 sehr niedrig ist, tatsächlich. Das bedeutet, wir haben ihn gut weggebunden, die Gyrokopter, die Artillerie, die ganzen Fernkämpfer hier. Wir haben ja gesehen, wie viel Schaden das an Sephiko am Anfang gemacht hat, aber es war so wichtig, dass Sephiko von Anfang an Stress macht, das Feuer auf sich zieht, den Feind dazu bringt, auseinanderzuklaffen, die Fernkämpfer sich zurückziehen zu lassen, die Artillerie zu binden, denn nur so konnten wir die gesamte Strategie anwenden. Und was ist gestorben? Einmal Gespenster, einmal Blutritter. Mit etwas Glück kann das sogar wiederkommen. Das war eine richtig gute Schlacht. Eine richtig gute Schlacht, und vom Feind verbleiben nur 18 Einheiten. Das ist Thorgrim und das ist eine Kanone. Also das ist wirklich richtig stark gewesen. Und es erhebt sich auch alles wieder. Wir nehmen die Armeeverstärkung.
Und Thorgrim hat jetzt nichts mehr zu lachen. Sehr, sehr gut gemacht. Und damit können wir Thorgrim in der nächsten Folge richtig schön zuheizen und einheizen. Richtig schön Balsam für die Seele. Und Balsam für die Seele wäre für mich auch, wenn ihr dem Ganzen noch einen Daumen nach oben da lasst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.